Hallo und willkommen zu einem weiteren Windows-Tutorial. Ich möchte in dieser Folge den Datei-Explorer von Windows 11 kurz vorstellen. Ihr startet ihn, indem ihr hier unten auf dieses Symbol Explorer klickt. Alternativ könnt ihr auch mit einer rechten Maustaste auf Start klicken und dann Explorer auswählen. Es öffnet sich also dann der Datei-Explorer und es fällt sofort auf, dass alles etwas bunter geworden ist. Standardmäßig wird der Schnellzugriff geöffnet und ihr seht dann die Elemente des Schnellzugriffs, also hier Desktop-Downloads, Dokumente und Bilder. Und darüber hinaus werden im unteren Abschnitt die zuletzt verwendeten Dateien angezeigt. Das könnt ihr in den Ordneroptionen deaktivieren. Dazu gleich mehr. Schauen wir uns jedoch zunächst an, was sich noch in der linken Spalte befindet. Unterhalb des Schnellzugriffs hätten wir OneDrive, sofern installiert. Darunter dann, und das kennt man ja auch noch aus Windows 10, dieser PC hier, also die Ordner des eigenen Benutzerverzeichnisses und darunter Geräte und Laufwerke, hier also die verbaute Festplatte zum Beispiel, der Laufwerksbuchstabe C zugeordnet wurde. Und unterhalb von dieser PC wäre dann noch Netzwerk. Standardmäßig erscheint diese Mitteilung, denn die Netzwerkerkennung ist deaktiviert. Das ändert ihr, indem ihr hier oben auf diese Mitteilung klickt und dann funktioniert auch die Netzwerkerkennung und die Dateifreigabe. Und erst dann werden hier innerhalb dieses Ordners etwaige Netzwerkelemente angezeigt. Kommen wir als nächstes zur Symbolleiste. Ihr könnt sehen, dass das alte Menüband verschwunden ist und stattdessen haben wir jetzt eine schlichte Symbolleiste mit den wichtigsten Funktionen. Da wäre zunächst neu. Ein Klick darauf ermöglicht es mir, einen neuen Ordner anzulegen oder ein neues Dokument, zum Beispiel ein Textdokument. Und daneben befinden sich dann Funktionen wie Ausschneiden, Kopieren, Einfügen, Umbenennen, Freigeben, zum Beispiel an eine andere Person per E-Mail. Löschen und sortieren, wobei ich hier verschiedene Sortieroptionen habe. Um eine Datei zu löschen, kann wie bisher die Datei oder auch der Ordner ausgewählt werden und dann reicht es aus, hier auf das Löschen-Symbol zu klicken. Darüber hinaus ist es auch weiterhin möglich, das Element mit der rechten Maustaste anzuklicken und dann öffnet sich dieses Kontextmenü. Und hier könnt ihr erkennen, dass die wichtigsten Funktionen in diesen oberen Abschnitt gewandert sind, unter anderem auch Löschen. Und mit einem Klick auf das Mülleimer-Symbol ist dann die Datei entfernt. Das Erscheinungsbild des Datei-Explorers bzw. der Elemente kann hier über Anzeigen geändert werden. So ist es hierüber möglich, zwischen der Symbolansicht und der Listen-, Details-, Kacheln- oder Inhaltsansicht zu wechseln. Darüber hinaus findet ihr unten rechts zwei Buttons. Darüber könnt ihr direkt wechseln zwischen der Symbolansicht und der Detailansicht. Ihr findet, wenn ihr auf Anzeigen und Einblenden klickt, die Möglichkeit, hier Detailbereich oder Vorschaufenster auszuwählen. Detailbereich führt dazu, dass bei der Auswahl einer Datei weitere Informationen angezeigt werden, hier zum Beispiel Änderungsdatum, Größe oder Erstelldatum. Und wenn ich hier jetzt einblenden und dann Vorschaufenster auswähle, dann seht ihr, dass der Inhalt dieser Datei angezeigt wird, was gerade bei Bildern recht nützlich sein kann. Zum Schluss werfen wir einen Blick auf die Ordneroptionen. Die können über einen Klick auf diese drei Punkte ausgewählt werden. Hier klickt ihr dann auf Optionen. Es öffnet sich ein neues Fenster, nämlich die Ordneroption. Ganz oben könnt ihr entscheiden, was beim Öffnen des Datei-Explorers angezeigt wird, entweder der Schnellzugriff oder dieser PC. Interessant ist auch noch der Bereich Datenschutz. Hier könnt ihr, ich hatte es bereits erwähnt, die Ansicht der zuletzt verwendeten Dateien oder Ordner deaktivieren, indem ihr hier die Häkchen herausnehmt und ihr könnt auch den Datei-Explorer-Verlauf löschen. Interessant ist noch der Karteireiter-Ansicht, denn hierüber lassen sich beispielsweise versteckte Dateien, Ordner und Laufwerke anzeigen, indem ihr etwas weiter nach unten scrollt und dann findet ihr hier unter versteckte Dateien und Ordner die entsprechende Option. Das war's dann auch schon für dieses Mal. Bis zum nächsten Windows 11 Tutorial. Macht's gut und tschüss.